Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, da kommt schon wieder ein Aufstoß am Anfang. Das habe ich immer davon, wenn ich kurz bevor ich meine Aufnahme starte, hier einen Schluck trinke. Ne? Die kommen immer direkt in den ersten paar Sekunden. So, ja, in der letzten Folge sind wir hier, haben uns noch ein bisschen in Gongaga umgeschaut, haben mit 6 Eltern geredet, ne? Die Aris hier besucht hat. Wir haben die Mädels zurückgelassen, damit die Männers hier mal kurz sich den Reaktor von Gongaga anschauen, welcher hier ein bisschen am Rumspinnen ist, ne? Anscheinend gibt es ja auch eine Weapon, ne? Also das wird ziemlich lustig hier, ne? Und ja, wir gucken, was jetzt hier los ist, ne? Wir hören die ganze Zeit so Gebrülle von dem Weapon und Shinra ist, glaube ich, auf dem Weg hin, weil wir gerade, also gerade im letzten Part Scarlet gesehen haben, in den Hubschrauber, der, glaube ich, hing. Fliegt, ne? Ich würde jetzt mal sehr stark annehmen. Und ja, wir gucken mal, was jetzt hier so passiert, ne? Da geht's wieder da draußen. Und hier sind Moiren, genau, die gibt's auch noch, die sind auch hier aufgetaucht. Oh Mann. Einfach nur sprachlos. Seht doch. Was für eine Weapon sehen wir hier? Der Reaktor sollte stillgelegt sein, aber das Makro fließt immer noch in Strömen. Das heißt, wir haben Erfolg. Die Zerstörung der Reaktoren ist sinnvoll und gut. Das eine hat mit dem anderen. Bringen wir es hin. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Das macht mich krank. Das ist doch nicht meine Reldika. Scheiße, Shinra? Das haben wir doch dir zu verdanken. Hey, keine falschen Unterstellungen hier. Da holen die sich die Weapon. So können die Geister sehen. Die Schatzsuche verzögert sich etwas. Erst ist das Ungeziefer dran. Oh Gott. Na, was sind das für Viecher? Oh, Hoyo, ne? Hat die Inkognito. Oh Mann. Ja, Hoyo hat die bestimmt gemacht, ne? Nein, danke, nein, danke. Mal schön wegbleiben. So, und ich habe mich gleich geschockt. Und dann kommt der Angriff hier. So, wenn das jetzt nicht irgendwie Punkte gibt oder so, ne? Aber. So, 9999. Maximal Schaden. Wiederbelebt. Was? Kollege? Nein. Okay. Na, ich kann meine Waffe nicht wechseln. Na, lass mich doch mal meine Waffe wechseln. Ich habe die Fähigkeit gerade gelernt. Oh, ich finde es gut, dass der hier sofort schon einsetzt. Jetzt drauf. Ich dachte erst, er würde sagen, 1000 Schuss und kein Treffer. So, ich weiß nicht genau, warum die sich die ganze Zeit hier wiederbeleben. Du. Ja, ich finde gut, dass wenn man mit Barrett auf jemanden schießt und keine Ahnung, die Person stirbt dadurch, dann wechselt er sofort mit seinem Gewehr zu einem anderen Ziel, anstatt noch weiter irgendwie in die Luft irgendwie zu schießen oder so oder nichts zu treffen. Was bist du? Der Typ ist auch krank.
Bosskampfthema. Mako Sog. Wieso? Was ist los? So, Eis. Red. Hast du Eis? Warte mal, du hast diesen einen Angriff hier, diesen Eiskonter. Ne? Oh. So. Ah, das habe ich auch noch. Ja, dafür müsste aber die Dings hier voll sein, ne? So, frostiges Gebrüll. Das ist irgendwie so ein Konter oder so, glaube ich, ne? So, das ist ein Hoyo-Experiment. Zwei Experimente gegeneinander, ne? Aua. Nein. Ja, warte. Sternstaubstrahl. So, Cloud, kannst du mal Heilwogen einsetzen? Also ein bisschen heilen. Was macht der Onkel mal Konfetti? So, irgendwie bringt das nicht zum Blocken. So, machen wir mal heilender Hüter. Ich werde mal sehen. Also viel halt hat nicht, weil er nicht so viel war, ne? So, Synchrofertigkeit. Sprunggeheuer. Na, komm mal her. Boah. Hat halt gar nichts. Okay, ich sag mal. Oh Gott. So, ich soll mal ein bisschen hier aufpassen. Noch kann ich stehen. Zeig jetzt. Jetzt habe ich hier das Sagen. Ah. Na, ich durchlöcher nicht wie ein Sieg. Ich zähle auf. Lass mich mal. Da. Laut, mach den Feind, mach den Feind nicht. Oh Gott. Oh. Nicht mein neues Schwert. Ah. Verdammt. Zischer. Alles okay? Ja. Tja. Alles voller Marco. Packst du das? Klar doch. Also, du bist auch fast hier geschockt. So, jetzt pass mal auf. Ich habe gesehen, das Ding hat gerade voll viel Schaden gemacht. Bonk, 8000 Schaden. Dann machen wir jetzt ja gerade voll fertig. So, Synchro-Fertigkeit. Ungezähmter Aufstand. Zack, zack. Also was? Hier. Titan. Ah, oh, das ist voll ironisch, weil hier haben wir Titan bekommen im Original. Das ist irgendwie symbolisch gerade hier. Au. Warte mal, ich will Titans Ding sehen. Seine Ultimate. Können wir hier schon vorher einsetzen? Irgendwie nicht, ne? Müssen wir warten, bis der Balken abläuft, ne? Ich will mal Titans Dings sehen, ja.
Ja, los, komm, Titan. Aber ein bisschen schneller. Der hat sich einfach teleportiert. Aua. Leute. Ich will Titans Dingens sehen. Haben wir die schon mal gesehen? Ich weiß doch gar nicht. Aber weiß ich einfach ja gerade ein bisschen darum, aber so viel Zeit muss sein. Oh nein. Marco Überdosis. Der wirft einfach einen Stein auf den. So, Titan. Gaia Zorn. Haben wir schon mal gesehen? Ich weiß nicht. Gaia Zorn. Ausgezeichnet. Ah, schön. Oh Gott, das stinkt. Noch was? Du auch noch? So, Kinder, die Zeit ist um. Ich hol mir jetzt die Magnus Materia und dann ab nach Hause. Na, ob das so einfach wird? Ich wusste, wir schneiden zu den Mädels. Verdammt. Renikas, wo kommt ihr her? Ah, das Thema wieder. Wir müssen helfen. Das Thema, was ich immer als Weapon-Thema nehme, obwohl es nicht wirklich das Weapon-Thema ist, sondern das Thema von das Diamant-Weapon aus dem Wasser kommt. Ich weiß, ich habe das schon eine Million Mal gesagt, aber ich liebe dieses Lied. Jetzt haben wir endlich mal eine dramatischere Version davon, glaube ich. Ah, sehr gut. Ach so, und die. Ach, das ist lieb, danke. Noch eine Seilpistole. Das reinste Chaos. Ihr werdet sie brauchen. Passt bitte auf euch auf. Irgendwas baut sich da zusammen. Ich habe es im Gefühl. Okay. Ich täusche mich nie. Wenn du was sagst. So, Waldschokobos können durch Sprünge von Pilz zu Pilz große Distanzen. Ja, okay, die habe ich schon gesehen. Das ist nämlich ehrlich gesagt ziemlich klimatisch hier gerade. Und hier alles passiert. So, ich muss aber noch einmal ganz kurz. Ich glaube, Yuffie hat eine neue Waffe, ne? Die habe ich auch schon ausgerüstet. Sie muss Wassle einsetzen. Ja, Doppelgänger, genau. Ja, nein, hat sie keine Hilfsfähigkeit? Nebelschleier. Machen wir Doppelgänger hier, ne? Auf X. Kagebunsche 0 zu. Nehmen jetzt dann nicht an, dass wir gegen 4 Gegner kämpfen werden auf dem Weg dahin, ne? Einfach nur, weil wir auf Chocobos sind. Oh Gott. Ah, oh, das ist geil. Können wir ja voll abkürzen hier überall. Okay, wow, da Leute. Alles kurz mal stehen bleiben. Ich habe da was gefunden. So viel Zeit muss da sein. Ne? Die Männers, die werden das schon ein bisschen überleben, ne? Für ein paar. Okay, jetzt sind wieder. Häschen, genau, die sagen einem immer, wo Gegenstände sind, ne? Liebe des Planeten. Ich glaube, die ist neu, ne?
So. Ich bezweifle, dass Scarlett jetzt irgendwie hier die Materie irgendwie bekommen wird. Oder das würde irgendwie weit nicht. Ich glaube nicht, dass die eine Chance hat gegen die Weapon. Und wenn sie sie doch einfängt jetzt, dann wird das irgendwie einige Momente in Zukunft irgendwie ruinieren. Jagd, brauche ich jetzt gar nicht. Nein, ich will nicht. Ja, wie bin ich denn jetzt hier schon wieder so abseits hier gelandet? Ich bin doch die ganze Zeit die Pilze hier. War ich ja nicht richtig? Ich bin doch die Pilze einfach nur gefolgt. Ich habe gedacht, die bringen mich jetzt zum richtigen Ort. Durch so einen Wald zu rennen, nicht gerade die beste Transportmöglichkeit mit dem Chocobo. So, Sophia, immer so ein Edelstein in der Truhe oder im Boden zu finden, ist irgendwie so, weil nicht. Ein bisschen enttäuschend, ich meine, nicht, die braucht man zum Synthesieren und so weiter, aber trotzdem so einen einzelnen Stein so zu bekommen. So, bin ich überhaupt richtig hier? Weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Nein. Wenn ich einfach mit Schnellreise dahin, da wird die Situation so ein bisschen ruinieren, ne? Ich finde irgendwie so geil, dass die Mädels jetzt hier zur Rettung kommen. So, eine Sekunde. Für den Fall, dass wir kämpfen gegen neue Gegner und so, ne? Sollte ich vielleicht irgendjemanden hier Analyse geben? So, jemand ist Yuffie. Hier will ich hin. So, und Cloud sollten wir auch mal die andere Waffe wieder ausrüsten, ne? Jetzt gerade ein bisschen verwirrend, wenn wir jetzt ihnen jetzt hier eine Waffe, eine neue Waffe geben, ne? Oh, was soll's, ne? Das ist Kraftfresser. Ich habe die ganze Zeit Kraftmesser gelesen. So. Er hat ja sein Ding gelernt, ne? Ja. So, noch irgendjemand mit einer neuen Waffe. Kate Sif hatte gelernt, ne? Red. Aber er kann die Waffe auch noch behalten. Mit dem 5 Slots. Da ist nicht so eine Eile gerade. Sie muss noch Multiplizierung lernen. So, weiter geht's. So, Shenra. Ach ja, ich bestimmt noch nicht erkundet, ne? Bestimmt noch nicht alle, ne? Gardist, Sturmgardist, ne? Gar kein. So, sind einige davon die zwei, die ich schon mal erledigt hatte? Nö. So. So, ich muss natürlich Multiplizierung einsetzen, ne? Danke, Mutti, du so. Klappt das mehrmals? Nee, ne? Ich muss ja aber so auf die Brücke ein. Voll hilfreiche Angriff, ne? Na, guck mal, so schnell kann das gehen. Bonk. Und nun?
Diktatur. Wieso und nun? Ach, wir können da nicht durch. So, oh, das ist gar nicht hier, dieser Schwinghaken, den ich hatte. Okay. So, du kriegst, obwohl war die Waffe besser? Ich sag ich gesagt besser, ne? Gibt weniger. Wenn ich mehr AP, dann ist nicht nur plus 200, was? Doch, da ist plus 200. Plus 200 HP. Na, laufen wir mal ein bisschen hier mit rum, ne? Wäre schon mal froh, wenn ich hier mal neue Waffen hier zum Rumlaufen habe, ne? So, ich wollte schon sagen, können wir mit ihr eigentlich auch so angreifen? So. Wow. Da öffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten jetzt, ne? So, what? Kann ich nicht da rein? Ich nehme einen Säumen nicht, ne? Um abzukürzen. So, gehen wir mal hier kurz gucken. Cloud hat nämlich aufgelevelt letztens. Ich glaube, er hat schon Level 6 erreicht. Nee, hat er nicht. So, Tifa, genau, sie hat 20 Punkte, aber wir hatten noch nichts für sie. Ja, muss schon sagen. Tifa hat so eine Animation irgendwie. Nichts. Ich nehme an, das ist einfach nur zum Abkürzen hier, ne? Damit wir jetzt nicht durch die ganze... Ne, wir müssen doch... Ich würde schon gern die Truhe da einsammeln. So ganz nebenbei. Okay, kann ich gar nicht runter. Ich kann nur hier... Na gut, ich dachte, wir kürzen jetzt hier den ganzen Weg dahin ab, aber anscheinend müssen wir trotzdem noch hier durch. Oder was? Sah so komisch aus. Okay, Mädels, los geht's. Nochmal durch die ganze Dungeon. Ja, schon alles erkundet, ne? Ich nehme jetzt mal nicht an, die haben hier irgendwie neue Sachen oder so platziert, ne? Mit Tifa macht eigentlich auch voll Bock zu spielen. Ich mag so Charaktere, die mit den Fäusten kämpfen, ey. Deswegen mochte ich auch Jude hier aus Tales of Exilia. War auch ein Faustkämpfer. Oder Lore aus Tales of Arise. Ja, der sieht immer so actiongeladen aus hier. Einfach nur die Gegner hier mit dem Fäusten kaputt zu prügeln und so, ne? Müssen wir nicht mit unseren Seilpistolen? Warte, wir können einfach darüber. Hey, der Wasserstand soll jetzt höher. Ich überhaupt richtig? Nee, ne? Das heißt, ich bin hier richtig. Ist das ja falsch? Ja, dann bin ich hier richtig. Mal hier. Hey, yo, was geht, na? Paus Maul. Tifa gibt's immer ein Paus Maul. Bonk. Bonk. Mein Gott. Ja, Tifa ist auch diejenige mit dem, die den meisten Schaden austeilt, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, die höchste Angriffskraft. Warte mal, war da unten irgendwas? Mal hier. Vielleicht renne ich ja auch noch mal irgendwann in Ruhe. So, hey, komm mal hier. Genau deswegen gehe ich noch mal runter.
Weiß ja nicht, ich weiß, es ist nur ein blöder Megatrank, zwei von denen. Aber hey! Guck mal, was ich da noch gefunden habe. Ich habe beinahe übersehen. Alter, noch eine neue Waffe. Tigerzähne. Boah. Ich würde es nicht überraschen, wenn ich vielleicht schon ein paar verpasst habe. Aber die tauchen ja immer wieder hier. Oh, guck mal hier den Dings hier, den Screen hier, die Helligkeit. So, oh, 5. Okay, aber deutlich schwächer in Sachen Angriffskraft als die Kampfsphäre. Oh, den Angriff kenne ich auch noch. So, wenn du mir nicht jetzt hier physische Attacke. Wenn sagen, das wäre die Attacke. 5% ist aber ein bisschen wenig. Aber egal. So, aber 5 Punkte, hallo. So, TP-Boost, Kraft, Glücksboost. Glut, Frost, Chakra, was ich nur einmal bisher benutzt habe. Was geben wir dir denn noch? Widerstand, TP-Boost. Meister der Gegenstände. Hast du das Gefühl, das könnte vielleicht im Endgame irgendwann nützlich werden, ne? Ich weiß nicht wieso. Das klingt irgendwie so wie so eine Sache, so, oh, diesen Gegner kannst du nur besiegen, wenn du irgendwie, weil nicht genug Gegenstände hast und so, ne? Weil nicht, meine Rollenspielradare klingeln da irgendwie, ne? Das ist bestimmt, das ist so eine Gimmick-Materie. Also, oh, du kannst Gegenstände ohne ATB zu benutzen einsetzen. Ne? Irgendwas sagt mir, das wird vielleicht irgendwann mal nützlich werden. Ich weiß nicht wieso. Was bist du? Ach, du bist eins von diesen Eiern. Das sah so komisch aus, weil die irgendwie so, weil die so offen waren. Stufe gestiegen. Dem box ich auch ins Gesicht. So, ach, ich habe die Fähigkeit vergessen. So, okay, so viele Seile hier. Gehen wir eher. Warum hat sie an den einigen noch nicht so ausgerüstet? Übermacht. Angriff auf jeden Fall haben eine höhere Chance gegen eine Einschüchtern. Irgendwie. Weil nicht. Obwohl auf Hochtouren ist, glaube ich, der stärkste Angriff, den sie hatten, ne? Ja, Angriffe sind irgendwie so komisch. Tun wir mal hier Kampfrausspiele. Und dann statt Hakentritt. Ja. Ohne. Probieren wir mal dieses Set aus, ne? An Angriffen. So, ist da irgendwas? Ich gehe da mal hin. Nö. Waren wir noch viel mehr von diesen Dingern, ne? Wenn die Männer es wieder hier dazu stoßen, ne? Weil sonst können sich immer nur drei Leute hier durch die Gegend schwingen. Mich, als würde ich hier so Tomb Raider oder so spielen. Tomb Raider. So, gehe ich überhaupt richtig? Ich habe mich ja schon voll verirrt wieder. Darüber. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Gott.
Bin ich ja richtig? Ich glaube, ich bin ja ganz nach unten gelandet, ne? Jemand so hoch wie möglich ist besser, ne? Höher geht's nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Die Karte hilft mir auch gerade nicht so sehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, nur Gegner, aber ich weiß nicht, ob die wieder respawned sind oder ob das ein neues Gebiet ist. So gefühlt, da unten ist richtig. Guck mal. Bin ich ja richtig? Ich bin jetzt ja gleich wieder am Anfang, ne? Pass auf. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Ne, bin ich wieder ganz am Anfang, ne? Wo muss ich denn hin? Ja. Hier? Karte sagt mir, oh, da muss ich hin. Wie komme ich denn hier hin? Oh, kann ich das aus dem Wasser einsetzen? Nee, ne? Weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Kreis zum Schwimmen drücke. Wahrscheinlich wegen Genshin, ne? Dann gehen wir nochmal dahin. Bitte ja durch, wenn ich gegen euch kämpfen. So. Mein Gott. Die ganzen Gegner sind schon wieder respawned, ey. Alter, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ah. Nehmen wir an hier. Hier hoch. Nun, da auch. War. Wow. Oh mein Gott. Das hat mir unnötig lange gedauert hier gerade. Sie hatte Flieg oder Sieg gesagt. Flieg und Sieg. Da kommt er. Werden alle gefangen in den Ding. Kann ich mehr von dem platzieren? Nein, schade. Und schon gemeistert. So, alle sind sehr am Hochleveln. Nein, nicht schon wieder ein Unterfall. Da sind sie am Hochlevel, Mann. Ich kann gerade nichts lernen. Weil wir zu wenig Punkte haben. So, nehmen wir das mal auf. Und packen das da rein. Nein. Boah. Ist auch nicht so was. So viel. Oh, ich komme nicht mehr raus. So, ich wollte schon sagen. Ja, da kannst du hochklettern, ne? Aber das eine Ding nicht. So, jetzt. Wenn wir wieder gucken, wie ich da hochkomme, ne? Da. So, diesmal fokussieren, ne? Damit ich auch direkt den richtigen Weg hier finde. Ich bin voll da runter geboxt. Ich bin
voll darunter geboxt mit so einem Shoryuken. Genau deswegen ist halt immer blöd, wenn irgendwie ein Hauptcharakter immer dabei haben muss, ne? Ich muss Cloud die ganze Zeit immer mitnehmen, also bin ich halt gezwungen, ihn die meiste Zeit zu spielen, ne? Bei Tales of Serie tue ich zum Beispiel auch immer irgendwie alle möglichen Charaktere wechseln, ne? Weil ich halt verschiedene Charaktere. Ich habe irgendwie ein Let's Play von jemandem gesehen. Vor vielen, vielen Jahren, wo jemand irgendwie. Man muss ja Tales of Exilia spielen und man musste in Tales of Exilia musste man sich für einen von zwei Charakteren auswählen, ne? Jude und Mila, ne? Und je nachdem, wie man spielt, aus dessen Perspektive spielt man sozusagen, ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ja noch nicht fertig. Und ja, je nachdem, wie man spielt, desto ja öfter spielt man natürlich den Charakter, ne? Und sie hat irgendwie, weil nicht Mila genommen. Und hat dementsprechend auch öfter Mila gespielt, ne? Aber dann gab es irgendwann in Milas in der Story hier diesen Moment, wo man hier Mila für eine Weile lang spielen konnte, weil sie war nicht, sie war irgendwie verletzt oder irgendwie sowas, ne? Man war gezwungen, den anderen Hauptcharakter zu spielen, ne? Welcher auch. Ich meine, man kann zwischen einen von den beiden wählen, aber der andere Charakter kommt trotzdem in der anderen Story auch vor, ne? Und sie waren halt gezwungen, erstmal Jude zu spielen. Und sie hat irgendwie die ganze Zeit nur Mila gespielt. Die ganze Zeit. Und hat sich dann darüber voll aufgeregt. So, Mann. Jetzt muss ich ihn hier die ganze Zeit spielen. Ich weiß auch gar nicht, wie man den spielt oder so. Boah. Und ja, weiß ich nicht. Deswegen ist er teilweise nicht. Genau solche Momente will ich irgendwie hier verhindern, wenn ich irgendwie spiele. Mich hat das irgendwie frustriert, weil sie hat die ganze Zeit nur Mila gespielt. Man hat, zu dem Zeitpunkt hatte man, glaube ich, schon 4 verschiedene Charaktere zur Auswahl. Aber sie hat nur Mila gespielt und ja, man wurde halt gezwungen, ihr Jude zu spielen für eine Weile. Und ja, die hat sich die ganze Zeit dann nur aufgeregt. So, meine Güte, ich weiß doch gar nicht, wie man ihn spielt. Jetzt zwingt mich das Spiel, ihn zu spielen. Das ist furchtbar. So. Eigentlich. Genau in so einem Moment will ich mich nie wiederfinden in irgendeinem Spiel, weil ich bin sehr experimentierfreudig, ne? Ich tue halt nicht. Wenn mir ein Spiel viele Sachen gibt zum Rumalbern, dann nutze ich das auch aus, ne? Und ja. Deswegen, ich glaube, ich werde mich nie in so eine Situation irgendwann befinden. Mal ein bisschen Aris hier. War alle Charaktere mal ein bisschen schwieriger. Genau so, ja. Ich könnte jetzt die ganze Zeit nur mit Tifa rumlaufen, ne? Ich könnte die ganze Zeit nur mit Cloud hier spielen, aber ich will andere Charaktere auch mal spielen. Vor allem, wenn die alle so verschiedene Spielmodi haben, ne? Weil jeder Charakter fühlt sich ja komplett anders an. Ja, warum sollte ich nicht andere Charaktere spielen? Ne, ist doch langweilig. Ehrlich. Ich weiß, der Weg ist der tut sich auch immer irgendwie, weil nicht auf eine Spielweise irgendwie hier versuchen ja einzulassen, ne? Tut auch nur selten irgendwie neue Sachen ausprobieren, habe ich so ein Gefühl. Sobald er irgendwas gefunden hat, was ihm gefällt, ne? Ja, weiß nicht. Ich muss immer ein bisschen Abwechslung haben, ne? Ich finde, das macht das lustiger irgendwie. Deswegen werde ich auch nie irgendwie so ein Competitive-Spieler irgendwie sein, ne? Wäre ich irgendwie nicht. Es gab mal so eine Zeit, wo ich gerne mal so irgendwie. So, ich hatte irgendwie so eine Phase, da wollte ich irgendwie. In irgendein Kampfspiel, so Street Fighter, Tekken, Dead or Alive, mir egal welches, ne? Ich wollte in irgendein eins von diesen Spielen irgendwie so ein bisschen mehr competitive irgendwie. Weiß nicht, ich wollte ein bisschen mehr so competitive
mich einlassen, ne? Und habe irgendwie echt versucht, hier irgendwie mich da hinzusetzen, irgendwie zu lernen und so, ne? Aber ja, also keine Ahnung, so competitive mäßig, ich weiß, viele Spiele gibt es jetzt competitive, ne? Hier so League of Legends, so MOBA-Spieler, ne? First-Person-Shooter gibt es auch competitive Szene, ne? Also Kampfspiele finde ich irgendwie sind die unterhaltsamsten irgendwie zu schauen. So in der competitive Szene. Ich habe keine Ahnung von Street Fighter, wie man das spielt und so, ne? Also ich weiß, wie man spielt. Ich habe ein Let's Play davon gemacht, aber ist sogar eigentlich gesagt eines meiner erfolgreichsten Projekte auf diesem Kanal. Hat irgendwie 5000 Aufrufe oder so, der fünfte Part oder so. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet der fünfte Part so viel Aufruf hat, aber irgendwie hat er 5000 Aufrufe oder so. Und ja, ja, ich bin nicht mal annähernd gut in Street Fighter, ne? Aber von da bin ich gekommen, ne? Ich glaube ja, ne, ja. Aber so ein Competitive Match von Street Fighter anzuschauen ist echt lustig, vor allem so eine Turnierszene oder so, ne? So Sachen wie Tekken oder Dead or Alive finde ich da schon ein bisschen langweiliger, weil in Tekken ist dann immer nur so, ah, du machst eine Combo immer und immer wieder, ne, aber der Gegner fliegt wegen deiner Combo weg, ne, und du jonglierst ja noch irgendwie 5 Minuten lang durch die Luft, weil deine Combo irgendwie jetzt 20 Combos, 20 Angriffe lang ist oder irgendwie so hat, ne, oder, weil das ist irgendwie langweilig. Bei Street Fighter ist das mehr so, weil nicht, du hast mehr so Austausch irgendwie zwischen Angriffen. Bei Tekken ist dann einfach nur so, oh, sobald ein Spieler eine Combo von dem anderen gefangen ist, dann können die erstmal 15 Sekunden lang nichts machen, ne? Weil die in diese 20 Hit-Combo drin gefangen sind, ne? Dann siehst du einfach nur, wie ein Spieler den anderen irgendwie 20 Sekunden lang durch die Luft wirbelt, ne? Und der andere Spieler, der gerade durch die Luft wirbelt, kann nichts machen. Bei Street Fighter ist irgendwie mehr so ein Austausch, ne? Ja, da kannst du auch so ein bisschen gekettet werden von einigen Kombos, aber das ist nicht mal annähernd so schlimm wie in so Tekken oder Dead or Alive oder irgendwie sowas, ne? Müsst ihr euch mal anschauen, ne? Wer noch nie gesehen hat. Und keine Ahnung, und davon war ich irgendwie so ein bisschen Teil von sein. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt, habe mir irgendwie voll viele Kampfspiele geholt. Ich habe mir mal irgendwie so ein Bundle geholt. Irgendwie, da waren irgendwie 3 verschiedene Tekken-Spiele drinne. Ich habe mir Dead or Alive geholt, habe ich auch mal Let's Played irgendwann in Story-Modus. Ich habe mir Street Fighter geholt, weil ich in irgendeins von diesen Spielen einfach gut werden wollte, ne? So competitive gut, ne? Hat nicht so funktioniert, ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich werde der allerschlechteste Spieler, was Kampfspiele angeht, ne? Beat'em Ups, weiß, darf ich das Genre offiziell, ne? Aber ja, genau, da war nicht so erfolgreich, weil ich genau das gleiche Problem hatte wie mit anderen Spielen, ne? So, hier wollte ich für sie noch sparen, ne? Ich wollte warten, bis das hier hochgelevelt ist, ne? Weil ich fand mich immer wieder in der Situation wieder, wo ich einfach, keine Ahnung, gibt halt mehrere Charaktere, die ich gerne spiele, ne? Aber wenn du irgendwie in so einem Kampfspiel gut sein willst, dann musst du dich auf einen Charakter irgendwie festlegen und den immer und immer und immer wieder spielen, ne? Um halt ja irgendwie gut mit dem Charakter zu werden, ne? Und dann habe ich leider nicht irgendwie so in mir. Ich tue gern viele Charakter, deswegen spiele ich auch hier, weiß nicht, in Genshin, ja, habe ich auch irgendwie, was weiß ich, wie viele Mains in Ausrufezeichen, ne? Mains. Anstatt mich irgendwie auf, weil nicht eine Vierer-Truppe irgendwie hier festzulegen, habe ich irgendwie, weil nicht über 20 Charaktere, ne, die ich alle am Leveln bin, die ich alle am Steuern bin, bin immer wieder hin und her mit denen am Wechseln, weil keine Ahnung, die ganze Zeit nur eine Sache zu spielen ist mir irgendwie langweilig. Ich muss immer Abwechslung haben. Warte mal, komm mir bekannt vor. Das hat im ersten Teil nicht auch. Muss mal auf, also ein Hubschrauber irgendwie in Deckung gehen irgendwann mal, ne? Wow. Ja, No Hit Run von auch da oben von Final Fantasy 7 Rebirth, da würde ich mal gern sehen. Schon vermasselt. So, Leute. So, ich nehme mal, wir wurden nicht getroffen mit dem einen Schuss vorhin.
normal. Er hat eiskalt getroffen. Ja, okay, wollte schon sagen. Ja, aber nee, okay. Entschuldigung. Ja, aber ja, Red hat das Schwert von Cloud in der Hand. Im Maul. Wer ist er? Repeat aus Tales of Vesperia. Alles klar. Kampf gegen Scarlet. Weil warum nicht, ne? Das ist alles übrigens im Original nicht passiert, ne? Kann man sehen, Fuchs Deluxe. So, die anderen kann ich nicht anvisieren. So, wirksam ist Elektro. Wer hat jetzt gedacht? So, dann machen wir mal kurz. Hm, wie lange hält Multiplizierung? Aha. Hat irgendjemand Blitz? Wahrscheinlich hat hier niemand Blitz, ne? Oh, 1000 Schaden gemacht. Also, er ging schon. So, komm mal her. Hier könnte ein bisschen härter werden. Zu besiegen, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott, Yuffie ist schon fast tot. Wieso ist Yuffie fast tot? Gott, sie macht so viel Schaden. Und die Mädels halten alle nicht so viel aus. Wieso Gefühl? Ach, du hast keine Heilung, stimmt. Okay, voll verfehlt. So. Genau, Aris, du musst mal hier ein bisschen heilen. Ich glaube, Yuffie ist ein bisschen besser. Den Schaden austeilen. Hat irgendjemand hier? Niemand hat hier. So, Aris, du musst hier dein ATB mal schnell aufhören. Ah. So, ich glaube, ich muss jetzt hier schon auf Vitra zugreifen mittlerweile. Warte, meine Kopie hat auch gezaubert. Das ist ja richtig geil. Gott, sie macht mir so viel Schaden. Ich mache ihr nichts an Schaden. Ich sag, cool. Okay, meine Kopie tut jeden Angriff von mir kopieren. Das ist ja richtig geil. Wie lange hält denn die Kopie? So, du geh mal. Ich soll vielleicht mal die Waffen hier kaputt machen, ne? Egal. So. So, Yuffie, geh mal nicht dich selber ein. Sie hat sich eiskalt selber geil gerade. So, ich soll vielleicht mal hier. Ja, guck mal, wie viel er Säbel noch aushält. So, dann gehen wir erstmal auf die Waffen los, ne? Ich habe gedacht, irgendwie diese Blitze tun auch so ein bisschen Flächenschaden machen und so, ne? So, einen haben wir gleich weg. So, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, eine bessere Strategie, ne? Erstmal die Waffen kaputt zu machen, ne? Ah. Oh Gott. Was ist jetzt los? So. Ich habe Regina auf mich anscheinend. Dann will ich mal für etwas Abwechslung sorgen. Das gefällt mir gar nicht. Das hat sich schon mehr. Ich wusste genau, dass sie wieder mit neuen Waffen gekommen, ey.
So, Zyklon tritt auf die rechte Makrokanone. Ja, da gar nichts gemacht. Lass mich sagen, dass ich mit diesem Windangriff nur einen von diesen Dingern treffe. Oh, danke. Ah, Gott. Na, ich hau dir auch dagegen. Die verkommt gar nicht daran. Einmal Chakra. Gott. Es gibt ja so eine Pariermechanik, ne? Nein, da wollte ich nicht. Jetzt habe ich hier so ein Dings angefangen. Oh Gott. So, Salto, direkt mal gegen dich. Nein, du Sack. Sie einfach ausgewichen. So, kommst gefälligst wieder zurück hier. Sie hat auch so eine Feder bei ihrem Balken. Ich meine, das bedeutet, sie hat eine Kopie gerade. Oh Gott. Ich hab gewusst, du schießt nochmal. Oh, ich finde das so geil, dass ihre Kopien alle Sachen kopieren. War schon sagen, geh kaputt. So, weißt du was? Hier. Ich habe keine MP left. Oh. Okay, Ares hat noch 24. Oh Mann. Na, warte. Du. Komm, die andere Kanone. Ich habe die auch gerade kaputt gemacht. Du blöde Flöte. Oh Gott, wie wenig Schaden sie nimmt, ne? Ey, kannst du mal auf jedes Mal da rauszugehen? So, weiß gar nicht, ob da überhaupt was bringt, ja. Oh, da bringt auf jeden Fall was. Ich tue nur in eine Richtung schießen damit. Ausgezeichnet. Ja, sie holt immer wieder neue Waffen, ne? Boah. Oh, der Elektro-Ding ist weg. Ah. Ah. Oh, sie boxt uns. Gewitter. Und dann. Echter Panzerhandschuh. Wir werden trotzdem noch getroffen, schade. Ja, ist er voll gebracht. Da wissen sie jetzt am Boden. Ja, bleibt genau da stehen. Aha. Ja, ist. Okay. Okay, oh, perfektes Timer ist. Was zum? Komm mal hier hin. Er ist schon wieder weg. Wo seid ihr? Ihr seid weg. Okay, ich bin zurück. Okay, so leicht weit weg von ihr bin, ist das schon okay. Nein, ist was kaputt.
Was da? So, jetzt hast du noch ein. Was machst du jetzt? Oh, schön, das Thema mit der Runde. Ja, habe ich gewartet mit meinem Wirbelsturm, ne? Ja, ich treffe den immer genau, wenn er auf mich zustimmt. Darf ich dem auch Schaden, aber was soll's. Aber ja, ich kann sowieso nicht ausweichen. Bin zu doof hier auszuweichen. Aber da soll ich vielleicht weg, ja. So, noch ein bisschen. Dann machst du, wenn ich deinen Panzerhandschuh auch kaputt gemacht habe. Oh, Scarlett war da. Verdammt, ich hätte ja, glaube ich, analysieren können, ne? Oh Mann. Egal. Warum brennt das hier rum? Ah. Was soll das denn wieder? Wow. Und gehört so gut wie mir. Komm zurück. Schluss mit den Mädchen. Glaub nicht, dass sie kriegen wird. Aber guck mal, was passiert. Die Mäulen sind hier, also wird die Geschichte wahrscheinlich wieder geändert, ne? Also wenn sich so eine Weapon hier von so einem Kran hier gefangen halten lässt, dann weiß ich auch nicht. Ich habe nicht vorgestellt, dass man eine Weapon einfach mit so einem Kran hier einfangen kann, aber okay. Ich möchte mal kurz Analyse wieder haben, nur für den Fall. Ein bisschen vielleicht Heilung, ne? Ja, weiß ja nie, ne? Hier haben sie einen Gegner. Irgendwie kann ich da gar nicht hin. Das kommt sehr ungelegen. Deswegen waren die alle da. Gib dich ganz deinem Hass hin, Cloud. Oh, der Sephiroth-Pose. Klaus,
Ja, ich habe schon gedacht. Jetzt wollen wir uns ein bisschen so beruhigen kurz. Cloud! Hör auf damit! Es ist genug. Täuschen, Cloud. Sie hat keine Narbe. Du hast keine Narbe. Kann sie wirklich tiefer sein? Nicht tiefer sein. Die Narbe? Schon wieder? Du hast sie doch gesehen. Du lügst. Genova viele Gestalten annehmen. Das weiß ich. Cloud! Nicht, täuschst du nicht.